Boah, wir sehen maximal knusprige Hähnchenhaut. Ihr wisst, bei den Steaks bin ich schon Fan von vollflächiger Kruste. Von hier bis hier haben wir eine schöne, angeknusperte, ausgelassene Hähnchenhaut. Genauso soll das sein. Für ein richtig geiles Hähnchen brauchen wir genau zwei Dinge. Wir brauchen maximal knusprige Haut, möglichst so viel, wie es nur geht, von vorne bis hinten. Und wir brauchen perfekt getroffene Garpunkte in Brust und Keule. Und es gibt einen Weg, der beides miteinander verbindet, das Beste aus beiden Welten. Und diesen Weg, den schauen wir uns heute miteinander an. Wir haben hier ein ganzes Hähnchen und das werden wir heute zum Butterfly Chicken machen. Das Hauptproblem, wenn wir ein ganzes Hähnchen grillen, ist eben das, dass wir eine Brust haben, die eigentlich einen Garpunkt von so 65, 70 Grad verträgt und dass wir eine Keule haben und die Keule braucht einen Garpunkt von, sagen wir mal, 85 bis 90 Grad, dass das Fleisch richtig schön weich wird. Dazu haben wir immer das Problem, dass wir eine knusprige Haut haben wollen beim Hähnchen, aber für eine knusprige Haut brauchen wir eine relativ hohe Temperatur. Eine relativ hohe Temperatur wirkt aber, dass uns das Fleisch beim Garen einfach viel Wasser verliert. Langsam und schon gegart, so wie im Smoker zum Beispiel, gibt es aber einfach keine knusprige Haut. Und die Variante, das Butterfly Chicken, was wir jetzt gleich machen werden, das ist der Weg, um von allen Welten das Beste in einem Hähnchen zu vereinen. Viel knusprige Haut und perfekt getroffene Garpunkte, das ist das Ziel. Wie gehen wir das Thema nun an? Ich meine, wir könnten das Ding klassisch auf dem Drehspieß machen. Dann haben wir das klassische Problem, dass die Brust meistens viel zu weit gegart ist. Ich will es jetzt auch nicht einfach zu einem Roadkill-Chicken machen, das heißt einfach, oder Spatchcock-Chicken einfach aufklappen, sondern wir machen es ein bisschen anders. Wir nehmen jetzt wirklich alle Knochen aus diesem Hähnchen raus. So, und um das zu machen, müssen wir jetzt dieses Hähnchen erstmal komplett von allen Knochen befreien. Und wie das geht, das zeigen wir euch jetzt. Natürlich geht das nicht wirklich so schnell. Ich hole mir ein bisschen Hilfe dazu. Ich werde euch die Sandy vorstellen. Die Sandy ist meine Köchin und die war 2 Jahre lang unter anderem beim Sackmann und musste da relativ viele von diesen Vögeln irgendwie komplett vom Knochen befreien. Und die zeigt euch dann, wie das hier wirklich geht. Wir fangen an, indem wir hier hinten den Pürzel abschneiden. Den wollen wir nämlich nicht haben. Auch nicht für irgendwelche Soßen oder Fonds. Dann gehe ich her und schneide hier hinten so rein, dass ich das einfach abknicken kann. Hinten einmal die Haut abmachen, einmal drumherum schneiden und dann einfach durchknacken. Das ist ein freilaufendes Hähnchen gewesen. Das hat ein bisschen festere Knochen. Mit so einem 0815 Hähnchen geht das sogar ein bisschen einfacher. Ich schneide auch bewusst ein bisschen über das Gelenk, damit ich diesen Knochen einfach mit ein bisschen Kraft abknacken kann. Dann gehe ich hier vorne an die Flügelchen und auch hier schneide ich hier ein und gehe hier oben an den Knochen. Und hier das gleiche Spiel. Wir haben das Maishähnchen nachher auch noch und hauen das auch noch mit auf den Grill, damit wir da noch mal einen Vergleich mit haben. Jetzt haben wir alles weg, was wir nicht brauchen. Und dann gehen wir her, drehen unser Hähnchen um und fangen hier hinten auf dem Rücken an, einen langen Schnitt zu setzen. Jetzt ziehe ich mir hier die Haut ein bisschen beiseite, um zu gucken, wie ich da reinkommen kann am besten. Und dann fange ich mit der Messerspitze an, ganz leicht an der Karkasse entlang zu schaben. Und ich sehe, wo Fleisch ist und wenn ich zarte Schnitte mache und dann nicht einmal komplett durchbreche, sage ich mal, dann passiert auch nichts. Dann kann ich mich nicht großartig verschneiden. Wenn ich hier vorne an das Gelenk komme, muss ich das Gelenk abschneiden. Der vordere Knochen vom Flügel wird nämlich erst später entfernt. Genau das Gleiche passiert auch bei der Keule. Und ich versuche immer mit meinen Fingern hier ein bisschen nachzufühlen, um zu gucken, wo genau ich jetzt hier schneiden kann. Das ist schon ein aufwendigeres Thema und da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber man kann auch dazu sagen, selbst wenn man das nicht so sauber und perfekt macht, selbst wenn es ein bisschen auffleddert, ist das gar nicht so schlimm. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir es fertig aufgefleddert haben. So, jetzt habe ich hier die erste Seite erledigt, dann drehe ich das Hühnchen um und gehe auf die andere Seite. Ich drehe es mir komplett um und fange jetzt von hinten an und da wieder das gleiche Spiel. Wir wissen, dass hier viele zugucken, die schon gesehen haben, wie wir echt viele verschiedene und auch wirklich aufwendige Steakcuts irgendwo pariert haben. Aber das hier, das ist nochmal Königsklasse. Der Vorteil hierbei ist, es ist nicht so teuer vom Wareneinsatz her. Ihr könnt es einfach mal versuchen und das Ergebnis lohnt sich wirklich. Probiert es einfach mal aus. Kauft euch ein ganzes Hähnchen, macht euer Messer scharf und los geht's. Wir wollen Bilder davon sehen, verlinkt uns einfach. Und wenn ihr uns verlinkt, ich glaube, wir machen einfach vielleicht nochmal ein Gewinnspiel. Ne? Das schönste Hähnchen gewinnt was. Was, das verraten wir euch am Ende des Videos. So, jetzt bin ich hier unten angekommen und jetzt habe ich hier vorne noch einen Knochen drin. Der verläuft so V-förmig, der geht hier vorne lang. Da muss ich jetzt ein bisschen Acht geben und aufpassen, weil der geht relativ weit nach hinten. Ich nehme hier einfach mein Messer, also auch wieder die Spitze, und schab an diesem Knochen entlang. Versuch wirklich möglichst auf dem Knochen zu bleiben
und wenig ins Fleisch zu gehen. Wenn da aber mal ein Schnitt daneben geht, ist das auch kein Problem. So, und wenn ich jetzt hier vorne den Knochen gelöst habe, dann kann ich einfach hier entlang fahren und das Hühnchen hier rausschälen. Ja, das ist echtes Küchenhandwerk, was wir hier erleben, ne? So, jetzt gehe ich hier rein und fühle einfach nochmal alles ab, ob ich alle Knochen oder Knorpel erwischt habe. Hier sind die Innenfilets drin. Da schneide ich jetzt die Sehne so ein bisschen raus. So, jetzt habe ich mich um die innere Karkasse und die Brust im Prinzip gekümmert. Jetzt sieht die so aus, wie ich sie gerne hätte. Und dann gehe ich an die Keulen und an die Flügelchen. Das ist jetzt eine ganz simple Sache. Da wir es ja komplett aufgefächert haben wollen, schneide ich das einfach auch hier wieder mit der Spitze, bleibe ich auf dem Knochen, schneide das ein. Und dadurch, dass wir das jetzt vorhin schon so ein bisschen bearbeitet haben, können wir einfach hergehen, den Knochen hochnehmen und es wie so ein bisschen hier runterschaben. Und da schneide ich jetzt mit Absicht ein bisschen gröber drumrum. Weil da viel Sehne, viel Bindegewebskram genau. Dran ist immer. Ne? An den Teilen, die halt arbeiten müssen, sind auch Teile dran, die ein bisschen tapfer zu beißen sind. Ja? Wenn das geschafft ist, dann gehe ich unten an die Keulen ran, die drehe ich mir hier ein bisschen um und schneide hier entlang einmal rein. Da wir das nachher komplett auffächern, muss die Haut ja nicht stabil bleiben. Dann gehe ich her und gehe auch hier wieder mit der Messerspitze. Ich fühle vorher vor, wo der Knochen entlang geht. Dann gehe ich mit der Messerspitze auf den Knochen und fahre einfach am Knochen entlang. Ich gehe hier immer her und ziehe mit meinen Fingern ein bisschen das Fleisch vom Knochen weg. Dann weiß ich einfach, wo ich entlang schneiden muss. Dann kann ich das hier oben auslösen. Auch hier gehe ich wieder her, schnibbel es relativ grob weg, damit ich wieder die Sehnen auch hier wieder nicht dabei habe. Und dann habe ich den Knochen hier rausgelöst. Die Keule hat natürlich noch ein paar Sehnen, aber ist soweit sehnenfrei pariert. Und dann kann ich hergehen, löse hier unten die Haut noch ein kleines bisschen ab, dass wir nicht zu viel Überschüssige haben. Und dann geht es noch an die andere Keule. Schön ist auch, dass die Keule jetzt so ein bisschen wegsitzt. Ja, die ist nicht mehr ganz nah dran an der Brust und dadurch können wir sie auch separat ein bisschen anders braten. So, jetzt habe ich das ganze Hühnchen hier aufgefächert und innen seht ihr, die Brüste sind separat. Hier hinten sind die Keulen. Dann drehe ich es noch einmal um. Ihr seht auch hier ist die ganze Haut ganz geblieben. Somit ist meine Arbeit erledigt. Wunderschön. Ich danke dir vielmals. Ich mache weiter mit Würzen und Braten. Wir haben jetzt also dieses Ding hier komplett vor uns aufgeflacht. Ja? Wir haben die ganze Haut, man sieht es hier nochmal, und die Haut ist zusammen. Und das ist auch einer der riesen Vorteile dieser Methode. Weil die Haut eben vollflächig aufliegt, haben wir überall Kontakt zur Grillfläche und dadurch kriegen wir eine maximal knusprige Hähnchenhaut. Wir werden das Hähnchen also flach grillen. Vorher würzen wir es jetzt nochmal ordentlich, werden die Gewürze aber nur auf der Unterseite aufbringen, damit sie eben auf der Hautseite nicht verbrennen. Hier merken wir, ne, ist gar nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen rumflattert, dann können die Gewürze auch deutlich tiefer da reingehen. Ich hack mir jetzt ein bisschen Kräuter, ein bisschen Knoblauch zusammen, gebe das Ganze dazu. Wir machen natürlich vorher ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer drauf. Das Gleiche wiederholen wir dann nochmal mit dem anderen Hähnchen, mit dem wir vorher geübt haben, sodass wir zwei auf den Grill hauen können, weil wir haben heute hier viele Gäste und wir haben Hunger und dementsprechend brauchen wir einfach zwei Hähnchen. Haben da dann auch nochmal den schönen Vergleich zwischen dem Freilandhähnchen, was wir hier vorne haben, was ganz viel laufen durfte, mit schwarzen Federn und schwarzen Füßen und so und dem ganz normalen Maishähnchen. Wir grillen heute auf dem Feuerplattengrill. Wir haben richtig schön viel Fläche, um darauf zu arbeiten. Vor allen Dingen haben wir auch so einen leichten Temperaturgradienten. Der ist hier ein bisschen kälter und dementsprechend können wir die Brust ein bisschen schützen. Wir arbeiten mit echtem Holzfeuer. Wir verbrennen hier Kirschholz. In dem Falle werden wir jetzt kein starkes Raucharoma haben, aber es ist einfach die urigste Form des Grillens auf der Platte. Natürlich könnt ihr das, wenn ihr das wollt, das Hähnchen auch einfach in der Pfanne zu Hause machen. Ja, man hat ja nicht immer einen Feuerplattengrill zur Verfügung oder nicht immer schönes Wetter, sodass man draußen arbeiten kann, aber bei der Sonne, die wir heute haben, bleibt uns einfach nichts anderes übrig, als hier drauf zu arbeiten. Wir danken unserem Sponsor grillrost.com, dass er diese Folge für uns ermöglicht hat und jetzt geht's direkt los mit der knusprigsten und krassesten Hähnchenhaut, die ihr wahrscheinlich jemals gesehen habt. Wir haben den Grill vorgeheizt, schon eine ganze Zeit lang, ja, das ist wichtig, aber wichtig ist auch, dass er nicht zu heiß ist. Ich teste das wieder mit einer kleinen Menge an Öl, ich lasse das Öl hier einfach mal reinlaufen. Wenn das Öl jetzt sofort anfangen würde zu qualmen und zu rauchen, dann sind wir viel zu heiß. Wir wollen die Haut langsam ausbacken, das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Wir schnappen uns mal das erste Hähnchen und platzieren das hier schön auf der Feuerplatte. Wir fangen an und nehmen die Schenkel unten und legen die Schenkel erstmal in Richtung Feuerbox, da ist es ein klein bisschen heißer. Die Haut zieht sich auch gleich zusammen, ne? Man sieht, man kann das hier auch so ein bisschen schieben, es soll nicht anfangen zu flattern. Wenn es so ganz hochfrequent blubbert, dann ist es im Regelfall zu heiß. Wir lassen uns jetzt ein bisschen Zeit für die ganze Geschichte. 10 bis 15 Minuten werden wir schon brauchen, bis wir bei dem Hähnchen auf Temperatur sind. Auch den zweiten Brocken, das ist ein bisschen größer, aber auch das wird sich gleich ein Stück zusammenziehen.
platzieren wir mal hier am Rand. Und jetzt sehen wir auch schon den schönen Effekt. Wir haben es vollflächig aufliegen. Die ganze Haut, alles was wir vorhin gesehen haben, liegt plan auf der Platte auf und bekommt jetzt Temperatur. Und das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen schon eine Temperatur, die so, ich sag mal, gut über 150, 60 Grad liegt. Wir wollen nicht, dass es richtig eine Maillard-Reaktion gibt. Wir wollen nicht das Ganze sofort braun machen. Es darf schon langsam stattfinden. Aber wir wollen auch nicht, dass das Hähnchen im eigenen Saft liegt und einfach nur so vor sich hin kocht. Man kann ruhig zwischendurch mal mit den Spachteln einmal drunter gehen, gucken, dass es nicht anbackt. Ja, immer ein bisschen unter Kontrolle halten. Wenn wir merken, dass es dunkel wird, und hier dunkler wird als vorne, dann kann man es am Ende auch noch mal ein bisschen drehen. Letztendlich warten wir jetzt hier so lange, bis wir merken, dass das Eiweiß aus dem Fleisch austritt, so lange, bis wir merken, dass die Brust anfängt gegart zu werden. Wir wollen das Hähnchen zu 80% rein auf der Hautseite braten. Wie beim Lachs, da macht man das auch so, dass man erstmal 80% nur auf der Hautseite arbeitet, dass es richtig schön knusprig wird. Am Ende flippen wir das Ganze einmal kurz, floaten es dann noch einmal mit Butter und dann haben wir ein maximal leckeres Hähnchen. Zwischendurch schauen wir immer mal unten drunter und gucken, wie weit wir sind, aber dann hat noch ein bisschen Luft. Hier drüben ist ein bisschen mehr Feuer drunter, hier sind wir schon ein kleines Stückchen weiter, aber auch hier dauert es noch ein bisschen. Wir schieben es mal hier rüber und suchen uns weiterhin so viel Power, dass wir schön knusprige Haut kriegen. Natürlich zieht auch so ein dickes Hähnchen viel Energie aus der Platte raus. Ich meine, die ist schon echt stark, so roundabout einen Zentimeter, aber das sind halt auch irgendwie mal 1,5–2 Kilo Fleisch, die da oben drauf liegen. Und so können wir auch immer ein bisschen rumwandern. Wenn ihr merkt, da ist nicht mehr genug Power, sucht euch eine neue heiße Stelle und macht einfach weiter. Bei so einem langen Garprozess ist es durchaus sinnvoll, auch mal das eine oder andere Stück Holz nachzulegen und sich vielleicht noch mal einen Bereich zu schaffen, wo wir es am Ende noch mal kurz mit ein bisschen mehr Temperatur anbrutzeln können. Jetzt probiere ich das Feuer so ein bisschen in die Richtung zu schieben, dass wir hier wirklich viel Power unter dem Hähnchen haben. Wenn ich das Hähnchen auf der Platte bewege, dann schaue ich immer wieder, dass ich die Platte zwischendurch sauber mache. Ja? Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie so eine richtig dick eingekrustete Platte und am Ende brät man gar nicht mehr auf dem Metall, sondern nur noch auf den Röstaromen von den Steaks davor. So, jetzt nähern wir uns langsam dem Punkt, wo wir das Hähnchen umdrehen wollen. Ihr seht hier vorne, da kommt schon so ein bisschen das Eiweiß raus. Wir sehen auch, wie der Garpunkt langsam hochzieht. Wir sind schon so ungefähr in der Mitte der Brust angekommen und das nur von einer Seite. Ich würde ihm noch so 1–2 Minuten geben. Wir sind jetzt bei dem magischen Moment angekommen. Wir werden das erste Hähnchen jetzt flippen. Das ist soweit. Wir haben noch so vielleicht 1–2 Zentimeter, wo wir an der Brust arbeiten müssen. Aber die Keule, die ist fast durchgegart. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam einfach mal die Kruste an, kurz bevor wir das Hähnchen richtig buttern. Das ist der Moment, um den es geht. Und was sehen wir? Oh, wir sehen maximal knusprige Hähnchenhaut. Ihr wisst, bei den Steaks bin ich schon Fan von vollflächiger Kruste. Von hier bis hier haben wir eine schöne, angeknusperte, ausgelassene Hähnchenhaut. Genauso soll das sein. Und ihr wisst auch, alles wird besser mit Butter. Dementsprechend setzen wir jetzt hier oben nochmal eine richtig schöne, dicke Butterflocke an. Und weil die Platte so ein bisschen abschüssig ist, damit das Fett nach innen läuft und hier nicht alles vollsaut, läuft die Butter jetzt schön langsam unter dem Hähnchen durch und gart nochmal die Brust ein bisschen zärtlicher. Auf der Seite lassen wir es jetzt so lange liegen, bis wir mit unserem Kerntemperaturfühler am kältesten Punkt in der Brust eine Temperatur messen von so roundabout 60 Grad. 5 bis 10 Grad geht das Ding sowieso noch nach oben. Wir messen einfach mal, wir gucken hier mit einem schnellen Thermometer, wo wir sind. Wir sind bei 44 Grad. Ich denke mal, so 2–3 Minuten wird es auf der Seite auch noch brauchen. Und dann können wir auch schon das andere Hähnchen flippen. Jetzt sehen wir nach dem Flip, dass wir wirklich von vorne bis hinten überall knusprige Haut haben. Die ganze Haut in allen Ecken ist richtig schön sauber ausgebacken. Ja? Und wir haben eben den Vorteil, dass wir hier vorne in der Keule, wenn wir es einfach mal messen, ja, jetzt hier schon bei paar 80 Grad sind, 70, 72 irgendwas. Und hier in der Brust, ja, da bin ich jetzt erst bei 60, 65. Wenn ich weiter durchsteche, dann komme ich bei 60 an. Also das Hähnchen ist fast soweit. Wir haben es geschafft, die Keule auf 80 Grad zu bringen und die Brust noch bei 60 Grad.
Grad zu lassen. Wenn das jetzt noch ganz kurz ruhen durfte, dann haben wir den perfekten Garpunkt im ganzen Hähnchen. Von vorne bis hinten mit maximal knuspriger Haut. Besser als das geht's nicht. Aber auch hier bei dem großen Gockel sind wir jetzt so weit, dass der Garpunkt langsam hochgezogen ist, dass wir hier unten eine richtig schöne knusprige Haut bekommen haben. Ich drehe den einfach mal um, den Burschen. Man sieht auch hier, es hat ein bisschen mehr Temperatur in Richtung des Feuerloches abbekommen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir haben eine schöne, ja, hört mal rüber, eine schöne rösche Haut und auch hier kommt jetzt natürlich noch das Stückchen Butter zur Veredelung dazu. Und nehmen uns das erste Hähnchen schon mal rüber auf die Tranchierplatte, aufs Holzbrett. Da darf es dann aber gerne noch mal 3 bis 4 Minuten ruhen bei dieser Stärke. So, auch hier sind wir mittlerweile auf Temperatur angekommen. Auf dieses Hähnchen transferieren wir rüber auf das Schneidebrett. Das darf da noch ein bisschen ruhen. Während das Hähnchen ruht, können wir das erste schon mal aufschneiden und schauen uns einfach an, was draus geworden ist. Hier liegen sie nun. Wir haben es 3, 4, 5 Minuten ruhen lassen. Ich glaube, es waren 5 mittlerweile. Der Gockel, der darf noch ein bisschen ruhen. Und jetzt kommt der nächste wirklich tolle Part an dieser Idee, das Hähnchen zu machen. Wir können einfach ein langes Messer nehmen und wir haben viele Gäste und wir schneiden es einfach von vorne bis hinten auf. Seht ihr, wie schön saftig die Brust noch aussieht? Es fühlt sich fast so an, als ob es paniert wäre, aber es ist einfach nicht paniert. Ja? Die Haut ist richtig schön knusprig, das Fett ist ausgebacken, genau so wollen wir es haben. Ich schneide mal kleine Stückchen draus, sodass wir es jetzt gemeinsam verkosten können. Ich starte mal hier mit so einem Stückchen aus der Brust. Brutal saftig. Die Brust darf einfach nicht weiter gegart werden. Ja? Aber auch hier die Keule, zart und lecker, genau so muss Hähnchen sein. Damit wir aber einen richtigen Vergleich auch anstellen können, müssen wir natürlich den anderen Burschen auch noch aufschneiden. Jetzt haben wir hier auch den nächsten. Auch hier probieren wir mal. Auch das ist die Brust unglaublich zart, saftig und lecker. Hat ein bisschen mehr Biss, ja. Die Brust von dem freilaufenden Hähnchen, die hat einfach ein bisschen mehr gearbeitet, aber hat dafür eben auch ein bisschen mehr Geschmack. Und auch die Keule ist herrlich. Ich hoffe, ich habe euch den ultimativen Weg gezeigt, um ein Hähnchen zu machen. Macht es nach, schickt uns die Bilder. Wir freuen uns auf eure Kommentare, was ihr davon haltet. Schickt uns Bilder von eurem Butterfly-Chicken und das schönste Bild, das gewinnt ein wunderbares Spachtelset für maximale Röstaromen, die nicht auf der Platte bleiben, sondern auf dem Teller landen. Am 26.06. haben wir was richtig Großes geplant. Markiert euch den Tag im Kalender, macht einen großen Kreis drumherum. Abends von 19 bis 22 Uhr seid ihr dabei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst uns ein Like da, lasst uns ein Abo da und wir sehen uns hier garantiert wieder mit dem nächsten spannenden Rezept.